Mal ehrlich, haben Sie sich nicht auch schon mal gewundert, dass Motorradfahrer beispielsweise in Kurven so nah an der Mittellinie fahren oder an den unmöglichsten Stellen überholen? Das ist gar nicht so halsbrecherisch, wie Sie vielleicht denken. Und deshalb tun wir im Rasthaus jetzt mal was für die Völkerverständigung auf den Straßen und erklären die Sprache der Motorradfahrer. Letzte Vorbereitungen. Fahrlehrer und Sicherheitstrainer Richard Anacker aus Mainz macht sich bereit für eine ungewöhnliche Sonntagstour. Mit dieser Helmkamera wird er für uns unterwegs sein. Denn wir wollen den Straßenverkehr heute aus seiner Perspektive sehen. Per Funk wird er kommentieren, was er gerade erlebt. Der Weg führt uns gleich zu einem typischen Ort für Missverständnisse. In enge Gässchen. Autofahrer glauben, die Silhouette eines Motorrades ist ja so schlank, da passen wir beide gemeinsam durch. Das Problem ist, wenn ich dicht rechts an Hindernisse oder den Fahrbahnrand ranfahre und auch noch langsam werden muss, wird mein Motorrad sehr instabil. Also bleibe ich weiter in der Mitte. Das dient also nicht dem Ärgern von Autofahrern, sondern meiner Sicherheit. Kurz darauf nähern wir uns einer Kreuzung. Fahrer, die hier rauskommen, nehmen Motorradfahrer erst sehr spät wahr. Da haben wir wieder so ein Ding. Als hätte er es geahnt. Dieser Autofahrer unterschätzt das Tempo des Motorrads. Eine typische Fehleinschätzung. Besonders bei Autobahneinmündungen kann sowas gefährlich werden. Weil Motorräder gerne übersehen werden, fange ich an, in diesem Bereich mich bemerkbar zu machen. Das ist also nicht wieder, um darzustellen, dass ich betrunken bin, sondern um sicherzustellen, dass mich der Autofahrer auch wahrnimmt. Selbst wenn er sich darüber ärgert, das ist mir lieber, als wenn er sich nicht ärgert und ich übers Dach fliege. Vor mir ein Genuss-Cabrio-Fahrer. Das macht bestimmt auch Spaß, aber als Motorradfahrer mag man halt doch lieber die Kurven etwas freudiger fahren. Also suche ich nach einer Überholmöglichkeit. Und das ist der nächste Punkt, wo sich Autofahrer manchmal an die Stirn fassen. Das war jetzt absolut harmlos. Zum Vergleich, dieselbe Szene aus seiner Sicht. Tatsächlich harmlos, denn das Motorrad beschleunigt deutlich schneller als ein Auto. Dieser Autofahrer fährt weit rechts, zeigt ihm damit an, dass er ihn überholen lässt. Richard Anacker zeigt ihm dafür dieses Fußzeichen. In der Motorradsprache heißt das Danke. Was viele Autofahrer natürlich auch verwundert ist, warum mache ich mich so furchtbar breit auf der Straße? Warum fahre ich mal links, warum fahre ich mal rechts? Aber ich mache mich nicht breit, das Motorrad ist so breit. Auf gerader Strecke ist die Silhouette natürlich sehr schlank. In einer Kurve, in Schräglage, wird das aber schnell ganz, ganz breit. Deswegen unter anderem fährt man eine Kurve von außen an, dann zur Mitte und wieder nach außen. Gefährlich wird es dabei, wenn ein Entgegenkommender die Kurve schneidet. Denn Rechtskurven fährt der Motorradfahrer an der Mittellinie an. Eine Gruppe Motorradfahrer in kurviger Gegend sollten die eigentlich alle ziemlich die gleiche Linie fahren. Da ist das dann ein langes Band von Fahrern. Auf gerader Strecke, das sieht man jetzt prima, fahren Motorradfahrer gerne versetzt zueinander. Man kann weiter sehen und im Notfall auch mal am Vordermann vorbeibremsen. Auch wenn die Fahrer jetzt hier vernünftigerweise langsam fahren, sollte man sich als Autofahrer das Überholen verkneifen. Motorradfahrer fahren gerne zusammen in der Gruppe und würden dann einfach wieder zurück überholen. Und das gilt natürlich auch für Radfahrer. Höchste Zeit für eine Pause. Heil angekommen sind wir. Wir hatten ein paar Situationen unterwegs, die auch hätten anders ausgehen können. Und man konnte feststellen, dass nicht alles von gegenüber verstanden wird, was man so macht in seinem Fahrzeug oder auf seinem Fahrzeug. Aber wenn in dem Moment beide, wohl Autofahrer als auch Motorradfahrer, ein bisschen rücksichtsvoll sind, zur Not noch vom Gas gehen, dann funktioniert's. Bei mir ist jetzt Ruprecht Müller, der ist Sicherheitsingenieur und Motorradexperte beim ADAC und hat Motorradkombis getestet. Dazu kommen wir gleich. Jetzt stellen wir nur mal folgende Situation nach. Es passiert ein Unfall, ein Motorradfahrer rutscht über die Straße und danach schauen wir mal, was von der Jeansjacke da noch übrig ist.
von dem Jeans-Teil ist natürlich nicht viel übrig geblieben. Aber über Jeans- und Hemdchenträger beim Motorradfahren wollen wir eigentlich gar nicht sprechen, weil wer sich so auf den Bock setzt, ist gerade selber schuld, oder? Ja. Sie haben ordentliche Kombis getestet. Darüber wollen wir auch reden. Und so ein Kombi ist auch sehr wichtig. Der kann nämlich im Fall eines Unfalls tatsächlich Abschürfungen, Verbrennungen, Prellungen oder auch Brüche vermeiden. Wie haben Sie denn getestet? Können Sie es mal kurz beschreiben? Wir wollten einen realen Unfall, einen möglichst realen Unfall nachstellen und haben dazu einen Dummy diese verschiedenen Kombis angezogen und haben einen sogenannten Abwurfversuch vorgenommen, sprich auf ein Motorrad gesetzt, so dass die Sitzhaltung stimmt und dann auf den Asphalt geschmissen bei 100 km/h. Es waren ungefähr eine Rutschstrecke von 50 Metern. Ja, das muss man mal überlegen. Wir sind nur 15 km/h gefahren und die Jeans sieht schon so aus. Ja. Das ist schon der Hammer. Kann man irgendwie was sagen? Was ist besser, Textil oder Leder? Also was die Sicherheit angeht, steht Leder eindeutig besser da als Textilien. Das haben die Versuche gezeigt. Der beste Kombi hat gerade mal ein paar Kratzspuren. Bei Textil sind einige dabei gewesen, die offene Löcher hatten, wie wir so hier was sehen. Da, ne? Ja. Ja, das sieht natürlich schon übel aus dann in dem Fall. Ja. Überall sind Protektoren drin. Woran erkenne ich, wenn ich mir einen Kombi kaufe, dass ich Qualitätsprotektoren habe? Also einer der wichtigsten Punkte ist, dass es CE-Protektoren sind. Das zweite ist, dass sie ausreichend groß sind. Sie sollten also je größer, desto besser. Und was am besten ist, ist, wenn der Protektor ins Obermaterial eingearbeitet ist. Damit bleibt er beim Unfall lagestabil. Das hat eindeutig Vorteile. Wo müssen die überall sein? Also hier Protektoren Ellbogen? Sind an den Schultern, am Ellenbogen, natürlich am Rücken, an der Hüfte, an den Knien. Das sind die wichtigsten Stellen, die geschützt werden müssen. Und was muss ich jetzt dafür ausgeben? Also wo ist ungefähr der Betrag, wo Sie sagen, ab da habe ich was Ordentliches? Also man kann rechnen, ab 600 bis 800 Euro kriegt man eine gute Lederkombi. Die Preise gehen zum Teil dann allerdings auch über die 1000 Euro. Und wie ist das mit den Kombis? Ist das ähnlich wie mit den Helmen, dass man sagt, selbst wenn man keinen Unfall hatte, muss der nach ein paar Jahren ausgetauscht werden? Oder andersrum gefragt, wie alt darf so ein Teil sein? Bei Lederkombis, die man jetzt kaufen würde, die gut ausgestattet sind, wenn die richtig gepflegt werden, kann man die ein Leben lang fast benutzen. Vielfach kann man sie auch nach einem Unfall reparieren lassen. Bei Textilkombis ist es ein bisschen unterschiedlich. Es hängt davon ab, wie viel sie genutzt werden, weil sie auch einen Verschleiß durch die normale Nutzung haben. Da ist die Zeit, die man so einen Kombi tragen kann, meistens deutlich kürzer. Herr Müller, vielen herzlichen Dank für die Tipps.